die Geschichte ist, dass so alle ganz normal spielen und dann eine fängt an zu quatschen einfach. Und dann die anderen sind wütend und die machen einfach Sch. Das war eine Entscheidung, also manche theatralische Elemente reinzufügen, sodass die Kinder einfach mehr Spaß haben. Also ich könnte mir vorstellen, wenn Kinder noch nie mit solchen neuen Techniken gespielt haben und sie können dieses Shaken da mit der Hand unten zum ersten Mal probieren, dann fühlen sie sich bestimmt wie ein Revolutionär, der was ganz Neues und was ganz Tolles ausprobiert. Wir haben so ein bisschen improvisiert, genau. Wir haben uns die verschiedenen Spieltechniken angeguckt in der Legende und haben sie ausprobiert. Eins haben wir sogar verändert, ja, weil es nicht so perkussiv, nicht so klackend war, wie wir es eigentlich wollten. Und dann haben wir ein bisschen damit erst improvisiert. Dann haben wir die verschiedenen Effekte auf verschiedene Taktzahlen gelegt und haben damit improvisiert. Und dann sind wir an die Noten rangegangen. Ich glaube, es reicht. Reicht? Das nicht schmatzend und das ist was lange. Da müsste ein bisschen so wie Kirschkern. Dann hätten wir noch Zeichen dabei, die man im Unterricht nicht erkennt. Zeichen? Ja, mhm. Und man müsste sich halt erst merken, welches Zeichen das bedeutet. Mhm. Also es ging ums neue Lesen vielleicht? Ja? Ich habe am Anfang den Takt nicht kapiert. Was schwer ist, das haben die Kinder, finde ich, vorhin auch ganz schön beschrieben, ist, wie bringe ich es übers Auge in eine Vorstellung. Also oft hat es einfach mit der Beschreibung zu tun, wie sieht es aus, wie ist es geschrieben, habe ich grafische Notation dabei, die ich sonst nicht gewohnt bin zu lesen. Und wenn die Schwelle gefallen ist, ist es sofort einfacher und es fällt viel einfach weg, weil sie es natürlich dann übers Ohr machen, über den Körper. Und das wollen wir ja auch.